So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch endlich mal die Crackly Gele oder Crack Gele vorstellen. Ich habe ja vor langer, langer, langer Zeit schon ein Video gemacht, wo ich die gekauft habe und ausgepackt habe und wo ich es auch kurz versucht habe, es aber nicht so richtig geklappt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Ansonsten scrollt einfach mal runter, da findet ihr es bestimmt. Und bin jetzt aber überhaupt nicht dazu gekommen. Ich habe ja gesagt, ich mache euch noch ein Video mit Design. Und ja, bin nicht dazu gekommen, möchte es aber jetzt natürlich gern machen. Wichtig ist, es gibt ja Crackly Gele und Crackly Nagellacke. Ich hätte es jetzt gerade mal schnell aus. Ich habe es jetzt mit ganz normalem weißem Farbgel grundiert. Das braucht jetzt eine Weile. Deshalb erkläre ich es euch dann gleich, während es aushärtet. Also, und zwar gibt es ja Crackly oder Crack Nagellacke und Crack Gele. Ich bevorzuge die Crack Gele aus dem Grund, weil ich ja auf eine Gelmodellage arbeite. Man kann natürlich trotzdem mit Crack Lacke auch auf Gelmodellage arbeiten, aber ja, es sind halt zwei unterschiedliche Komponenten und da muss man wieder mit durchsichtig im Nagellack schaffen, dann muss man wieder anbuffern und hoffe, dass es hebt. Es könnte funktionieren oder es funktioniert, aber ich bevorzuge dann lieber Gele. Gele, Crack Gele, habe ich leider noch nicht ganz so in der Vielfalt gefunden, aber bei der Firma Saida habe ich das gesehen, habe mir dann eben vier Farben bestellt und bin aber jetzt die ganze Zeit, wie gesagt, nicht dazu gekommen, es auszuprobieren und möchte es euch jetzt hiermit zeigen. Ihr müsst auf jeden Fall, wie gesagt, Crack Nagellack, immer Nagellack drunter, Crack Gel, immer Crack Gel drunter. Ja? Beim Crack Gel befeilt ihr ganz normal den Aufbau, buffert und grundiert dann mit einem Weiß, wie ich gerade gemacht habe, grundiert ihr dann den angebufferten Nagel, lässt es aushärten und auf die Inhibitionsschicht, auf die warme Schicht, also die muss aus dem Gerät rauskommen. Die kommt jetzt raus. Ich habe sie jetzt 60 Sekunden ausgehärtet in LED-Kombi und streiche dann dünn, wichtig dünn, das Crackly Gel drauf. Dünn, es muss nicht deckend sein, weil es soll ja springen, wenn ihr das zu deckend macht. Das war mein Fehler im Vorstellungsvideo, wo ich es nur nicht getestet habe. Dann reißt euch das nicht so. Dann wird es nicht schön und ja, sehr dünn. Die Saida hat ganz, ganz viele verschiedene Farben. Also das habe ich so unter Gel noch nicht gesehen. Deshalb war ich so begeistert, dass ich das jetzt endlich eine Firma Crack Gel rausgebracht hat und nicht nur Nagellack. Die hat ganz viele verschiedene. Ich habe jetzt, das war jetzt gerade rot. Dann das ist ein Pink. Habe ich euch auch aufgetragen. Die andere zeige ich euch auch. Das ist dann ein, jetzt muss ich gerade schnell schauen, ein Rosa. Und das hier ist ein Bordeaux-Rot. Genau, die vier Farben habe ich. Pink, Rosa, Rot und Bordeaux. Ich finde, das sind die gängigste Farben. Es gibt noch Blau, Grün, Gelb, Schwarz, alles Mögliche. So, was wichtig ist, habe ich euch ja gesagt, das Weiß auftrage. Ich würde es Finger für Finger oder allerhöchstens zwei Finger immer machen. Weil wenn das Weiß, euer French Weiß, zu arg kalt ist nach der Lampe, also ähnlich wie beim Chrom, dann funktioniert es nicht mehr so. Ja? Ich habe jetzt mal Pink schon vorgearbeitet. Rot härte ich jetzt gerade aus, wo ich euch gerade aufgetragen habe. Das zeige ich euch mal. Das ist wunderschön. Schaut mal, das hole ich jetzt direkt aus der Lampe und schaut mal, wie toll das gequackt ist, ganz dünn aufgetragen. Ich finde es ein super Effekt, mir gefällt es unheimlich gut. Wir machen jetzt noch die andere Farbe. Wichtig ist, wie gesagt, ein Finger, allerhöchstens bitte nur zwei Finger, weil, wie gesagt, sonst quackt es nicht so. Das Weiß muss warm sein, Tipp von mir. Denkt, wenn ihr quackt. Gel benutzt, es muss eine Fließschicht haben und deshalb ist es dann, würde ich sagen, so wie bei Chrom, vergleiche ich es jetzt mal.
So, dann hole ich das Rot, wo ich gerade eben aufgestrichen habe, gleich aus der Lampe. Das sieht nämlich auch schon sehr, sehr gut aus. Schaut mal, nach 70 Sekunden sieht es jetzt so aus. Richtig, richtig toll. Also mir gefällt es richtig gut. Da kann man tolle Sachen mitmachen. Ihr macht zum Beispiel ein ganz normales rotes Farbgel auf alle Nägel und macht einer dann so. Ihr könnt einer noch verziere, das zeige ich euch auch noch. Ihr könnt es aber auch so uni lassen, aber ich zeige euch noch quick Verzierungen, was gut dazu passt. Ich finde es einfach wunderschön. So, zur Vollständigkeit halber, weil ich ja 4 quick Farbe da habe, mache ich jetzt noch das vierte Weiß. Und dann zeige ich euch noch Designs, weil ich finde, man kann es natürlich uni lassen, man kann es aber auch mit Designs veredeln. Das hier ist jetzt das Rosa, wunderschöne Farbe, die Nummer. So, dann machen wir dieses Pink, oder war es diese Farbe? Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, Moment. Das eine ist leuchtender Pink und das andere ist weniger, ist eher Pastell. Ich glaube, das war das eher das Neon oder das leuchtende. Jetzt machen wir ja, jetzt machen wir mal das Pastell. Also wichtig, ganz, ganz dünn auftragen, vorher schütteln. Ich hoffe, ich habe es jetzt geschüttelt, ich weiß gar nicht. Ansonsten seht man, wenn es nicht funktioniert, dann habt ihr zu wenig geschüttelt. Und mal, ich schüttel mal. Bin mir nämlich nicht sicher, ob ich vorhin geschüttelt habe. So, ja, jetzt sieht es besser aus. Wie gesagt, es muss nicht deckend sein. Wichtig ist, ihr braucht die warme Schicht vom Weiß und dann tragt ihr das einfach aus, härtet es in der Lampe aus und wartet, was passiert. So, jetzt fehlt noch das Bordeaux. Wie gesagt, es gibt ganz viele Farben. Ich habe mir jetzt die bestellt, weil ich denke, das sind die gängigsten, wo die Leute möchten. Es ist einfach, man kann es auch, wie gesagt, man kann es verzieren. Man muss es nicht verzieren. Ich finde nur, wenn man da noch ein Design drauf macht und drunter schaut, dann das Quack raus. Das gefällt mir unheimlich gut. Wichtig ist, es muss lang aushärten, also mindestens 90 Sekunden bis 120 Sekunden, vielleicht auch 2 Minuten. Also es kommt darauf an, wie stark eure Lampe ist. Also es wundert euch nicht, wenn die Lampe einmal durchgelaufen ist und es ist noch nicht so gequackt, dann macht bitte die Lampe nochmal an. Also es braucht wirklich eine gute Weile, gell? So, das ist jetzt das Bordeaux-Rot. Schaut mal, das sieht doch richtig klasse aus, oder? Mir gefällt es richtig gut, mal was ganz anderes. Ich versiegel das jetzt. Wie gesagt, das ist gedacht als ein Designnagel. Ihr macht alle im Rot zum Beispiel oder in der Farbe, wo ihr es quecken möchtet oder ähnlich und macht dann ein oder zwei Verzierungsnägel in Summe quecklack. Ich mache jetzt hier mal eine Steinekette drauf, weil das finde ich halt immer richtig, richtig edel und richtig, richtig klasse. Ich habe ja im Shop diese Steinebox, hier sind schon ein paar leer gegangen, die fülle ich nachher noch auf. Deshalb, ansonsten sind die mit den funkelnden Steinen in verschiedene Größe, in klar und in inserieren und in rosé ausgestattet. Die findet ihr im Shop, aber die sind immer sehr schnell weg. Muss man immer gucken, sonst gibt es wieder Wartezeit. So, und dann mache ich einfach mit den verschiedenen Größe Steine hin. Ich finde, Steine sieht immer edel aus, kombiniert vielleicht noch mit Perle. Richtig edel. Und ich finde, bei dem Quack ist das mal wieder was ganz, ganz anderes, und wo ihr anbieten könnt. Eine sehr schnelle Nail Art, wo einfach schön edel aussieht. Also finde ich zumindest. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich finde halt der Vorteil, dass halt einfach ein Gel ist. Man muss sich keine Sorge machen, dass es abplatzen könnte beim Kunde. Es ist halt einfach ein Quack-Gel und kein Quack-Nagellack.
So, und dann mache ich noch ein paar Perlen dazu, weil ich finde es auch immer sehr, sehr, sehr edel. Dazu nehme ich Feinliner und tunke in Versiegelungsgel ohne Inhibitionsschicht. Tunke dann hier in die Perle. Dieser Feinliner gibt es auch bei mir im Shop. Und du dann die Perle, wenn ich möchte, ich muss keine Perle machen, schön platziere. Aber ich finde, Perle mache es auch noch mal richtig edel, also richtig, richtig schön. Ihr seht hier, wie toll das dann aussieht. Ihr könnt die Perle in einer Reihe machen oder durcheinander, das ist egal, wie ihr möchtet. Ihr könnt die Steine komplett umranden von der Perle, also mit Perle die Steine umrande in einer Linie oder eben durcheinander, wie ihr möchtet. Ich finde die Kombi Steine-Perle immer sehr, 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 sehr edel. Machen wir hier nochmal einen Picker, einen Stein hin. Dieser Picker gibt es immer zu der Steinebox bei mir im Shop gratis. Finde ich richtig, die wollen Störe, machen wir weg. Richtig, richtig edel. Und schaut mal, wenn die Perle Steine kettet dann und dann unten drunter queckt es so. Das sieht doch echt toll aus, oder? Also mir gefällt es richtig gut als Designnagel. Ich härze es jetzt aus. Und dann hole ich hier das nächste. Das war jetzt das, wo ich als erstes aufgetragen habe. Und das war das von gerade eben, wo ich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig geschüttelt habe. Das habe ich jetzt zu dünn aufgetragen. Also das ist jetzt nicht gut geworden. Wenn ihr es zu dünn auftragt, dann quäkt es nicht ganz so schön. Also da müsst ihr natürlich 2, 3 Versuche starten. Aber dann, wie gesagt, funktioniert es einwandfrei. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig geschüttelt. Mal gucken. So, was ich jetzt bei dem mache. Den versiegel ich jetzt als erstes und dann male ich da noch was drauf. Ich finde, Quack und Male passt auch sehr gut. Gar keine Frage. So, Versiegelung ist ausgehärtet. Bei dem habe ich es versiegelt und jetzt könnt ihr drauf malen, was ihr wollt. Ihr könnt mit Weiß malen, mit Schwarz malen, ihr könnt in den Ton malen, wo ihr gequackt habt, wie ihr möchtet. Ich male jetzt mal mit Weiß. Irgendwelche Schnörkel. Ich finde halt das so schön mit dem Gequäckte. Auch wenn ihr was malt, es wirkt halt ganz, ganz anders, wie wenn ihr es sonst halt auf dem Fullcover malt. Durch das, dass es das so gequäckt ist, könnt ihr zum Beispiel selbe Design immer wieder machen, aber mit dem Queck drunter wirkt es, wie wenn es was ganz anderes wäre. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Weil es so drunter, das Gequäckte, also ich finde es echt schön. Also wirklich egal, was ihr malt, ob ihr Blume malt oder Schlenker und Schnörkel malt. Es macht einfach was her. Ihr könnt da Glitzer drauf streuen oder Acryl für Zuckertechnik. Natürlich, wie ihr wollt, könnt ihr das noch kombinieren. Ich habe mich jetzt für, ich glaube, ich mache ein bisschen Glitzer. Eigentlich habe ich mir gerade Acrylpulver zurechtgestellt, aber ich entscheide mich kurzfristig um, weil ich finde, so ein bisschen Glitzer draufstreue, vielleicht in so einem Rosa, könnte ich auch mal schauen. Anstatt durchsichtig, ja. Dass es einfach leicht rosé glitzert, fällt mir, glaube ich, jetzt richtig gut. Wie gesagt, ihr könnt Acrylpulver, ihr könnt durchsichtiges Glitzer nehmen, ihr könnt das Glitzer nehmen, wo ihr wo farblich ein bisschen abgestimmt ist, einfach ins feuchte Gemalde reinstreue. Bisschen abklopfen und dann aushärten. Kennt ihr, habe ich euch schon oft gezeigt. Muss es gut aushärten, dass man es dann abwischen können. Das ist jetzt das andere, wo ich gerade gemacht habe.
Also ich finde das richtig toll mit der Steine-Perle-Kette und drunter quetscht. Gefällt mir sehr gut. So. Dann male mal da noch mal was anderes drauf, vielleicht mal in die Richtung Blume, dass ihr seht, wie das Gekreckte kombiniert mit Blume aussieht. Ich muss es erst, also immer versiegeln, bevor ihr malt, damit ihr die gequeckte Oberfläche zu einer glatten Oberfläche macht. Klar. So, ich denke, das ausgehärtete oder angehärtete Versiegler reicht. Wenn ihr, machen wir jetzt hier mal was mit Blume, wenn ihr Blume macht, braucht ihr einfach nur ein Spotty, ein weißes Farbgel und die Anordnung der Punkte. Und dann gibt es auch schöne runde Blume. Die Anordnung der Punkte habe ich euch in der Nail Art DVD ganz genau erklärt. Es geht immer im Uhrzeigersinn. Dann hört es ihr an. So, hier habe ich jetzt meinen Snip Glitzer. Das muss man jetzt natürlich abbürsten. Und dann sind wir alle mal gespannt, was rauskommt. Schaut mal, oh, mit Glitzer. Toll. Werdet noch mal komplett anders auf. Und das schön rosa gequeckt. Dann eure beliebige Verzierung aufgepeppt mit Glitzer. Richtig, richtig toll und edel. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht so zufrieden seid hier, könnt ihr natürlich entweder runterfeilen oder ihr macht einfach eine andere Verzierung draus. Ihr nehmt jetzt zum Beispiel ein Farbgel, wo in die Richtung rosa geht, wie das gequackte. Kann natürlich nicht dasselbe sein, weil ihr habt ja der Quecklilac, ja, der ist nicht so für Farbgel gegeben, aber ich habe hier jetzt eins, das ist sehr ähnlich. Normales Farbgel. Und mit dem werde ich jetzt einfach hier die Seite ausmalen, wo es mir nicht so gefällt, wie es gequeckt hat. Lass in der Mitte, also das mache ich jetzt rechts und links. Ihr könnt es natürlich auch nur eine Seite machen oder mit Welle oder im Dreieck, wie ihr wollt. Ich mache es jetzt, ich möchte jetzt nur in der Mitte des Quecks stehen lassen. So, Entschuldigung fürs Wackeln. So, schaut mal. Und dann habt ihr nur in der Mitte das Gequeckte und schon sieht es wieder toll aus. Habt ihr gerade repariert. Nicht repariert, aber halt doch noch was Schönes draus gemacht, bevor er es runterfeilt. Also mir hätte es jetzt nicht so gut gefallen, da das jetzt extrem dünn geworden ist. Aber mit dem ganz normalen Farbgel drüber male rechts und links, dass in der Mitte das Gequeckte ist. Und jetzt noch mit entweder einer Steinekette oder mit oder vielleicht auch mit Glitzerlinie oder so. Also ist dann wieder gerettet, sage ich jetzt mal, wenn euch das mal passieren sollte. So, jetzt setze ich in die Blume noch ein Glitzerstein rein. Ich mache das jetzt mit Versiegelungsgel. Ihr könnt es auch mit Tippkleber machen, je nachdem, wie ihr gern eure Steine anbringen wollt. So, dann nehmen wir mal die schöne funkelnde Kristallsteine. Hier machen wir einen kleinen rein. Hier in die große Blume machen wir ein bisschen größere rein und das ist halt das Tolle an der Steinebox. Ihr habt halt viele, viele
verschiedene. Schaut mal. Jetzt habt ihr einfach kleine Blümle gemalt. Und unten ist das Quäckli. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das sage ich jetzt schon zum 100. Mal. Ich weiß. Aber es ist halt so. Wenn es mir nicht gefällt, würde ich es aussagen. Habe ich ja, indem ich es jetzt gerettet habe. Vorher hat mir es nicht gefallen. Jetzt gefällt es mir. So, jetzt nehme ich noch ein Glitzer Rainbow. Silver Rainbow Glitzer Farbgel. Ihr könnt hier auch eine Steinekette machen. Das sieht dann auch sehr edel aus. Oder eben mal eine Glitzerlinie. Wichtig bei der Glitzerlinie, die darf nicht zu dick sein. Die darf nicht verwackelt sein. Die sollte womöglich schön gerad sein. Es geht natürlich nicht immer, es ist alles Handarbeit. Gar keine Frage. Ich finde halt das Tolle bei Quäckli Gel, also kein Nagellack, sondern Quäckli Gel, dass man halt wirklich keine Angst haben muss, wenn man es versiegelt, dass es abbricht oder abgeht. Sondern der Kunde kommt halt nach 4 Wochen wieder. Und das finde ich halt bei Quäckli Gel so toll. Und es hätte lang, lang keine Firma gehabt, bis ich jetzt auf diese Saida gestoßen bin. Und da habe ich es jetzt gefunden. Und ich glaube aber auch noch nicht lang. Die hat es auch neu im Programm. Und das finde ich richtig, richtig toll. Wenn ihr ein bisschen euch vermalt und die Linie doch nicht so gerad ist, könnt ihr einfach mit einem Pinsel das einfach ein bisschen gerader wieder machen und ein bisschen schummeln. Weil es geht, gibt finde ich, nichts Schlimmeres wie wie krumme gerade Linie. Also wenn es eine gerade Linie sein soll und die Linie ist aber krumm oder dick, das ist nichts. Man möchte ja filigrane Nailart machen. So, schaut mal. Oh, das gefällt mir richtig, richtig gut. So, jetzt ist alles versiegelt und ausgehärtet und das sind meine 4 Quack Designs. Meine 4 Farben, wo ich habe. Diese Designs kann man unter anderem mitmachen. Wie gesagt, man kann es ohne lassen, aber ihr seht, wie toll das aussieht, wenn man ein Design draus macht. Einfach was ganz anderes, wenn jetzt unter diesen Designs nicht nur ein Fullcover ist, sondern wenn es mal quackt. So, dann hoffe ich, dass euch mein kleines Quack-Design-Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus und habt ein paar Inspirationen bekommen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Eure Manu.